Seit 5 Jahren reden wir hier über die neuesten und spannendsten Beauty-Produkte, aber wir haben noch nie über Make-up, das über 150 Jahre im Sortiment ist, gesprochen. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Auf dieses Video freue ich mich seit Wochen, denn ich habe es euch schon mal so ein bisschen angeteasert, dass ich vorhatte, die ältesten, die beliebtesten, die jahrhundertelang im Sortiment bestehenden Produkte zu testen, weil wenn etwas fast 200 Jahre lang im Sortiment ist, dann muss das gut sein. Und ich bin sehr gespannt. Die Sachen sind natürlich nicht 200 Jahre alt, aber das Ganze hat mich so ein bisschen inspiriert. Ihr wisst, ich liebe das Coty Erstband-Powder seit Jahren. Und da stand immer drauf, seit 1935 die originale Formulierung. Und dann habe ich so ein bisschen geschaut und mich mit Make-up auseinandergesetzt. Wie ist das entstanden? Wie sind wir zu diesen hunderten LEs die Woche heute gekommen? Und ich bin auf wirklich viele, wirklich außergewöhnlich spannende Produkte von Marilyn Monroe und Grace Kelly und die Kennedys und alle haben sie benutzt und wir werden sie jetzt auch benutzen. Und wenn ich am Ende des Tages nicht aussehe wie Marilyn Monroe, dann kündige ich. Und ich würde vorschlagen, wir verlieren gar keine Zeit und starten direkt. Ich bin wirklich aufgeregt. Ich plane dieses Video schon so lange. Es hat nämlich lange gedauert, alles zu recherchieren und die Produkte rauszufinden. Aber ganz, 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 ganz wichtig. Ich habe mich jetzt hier eher auf Beauty-Produkte fokussiert, die man vielleicht nicht so kennt. Ich kannte sie zumindest nicht. Und nicht die Klassiker wie Nivea-Creme oder Chanel Nummer 5. Inspiration dahinter war so ein bisschen diese Mousson-Creme. Ich habe sehr, sehr viele Kommentare und Nachrichten bekommen, dass euer Opa, eure Oma, eure Großtante, die ganze der Familienstammbaum bis ins 15. Jahrhundert diese Mousson-Creme benutzt hat. Und das dachte ich mir, okay, wenn es Produkte gibt, die so lange schon da sind, dann müssen wir sie testen. Und wir starten auch direkt mit dem ersten. Und zwar ist das die Pond's Cream. Die Pond's Cream wurde 1907 in den Markt geworfen und soll, und das ist extrem spannend, zur Hälfte ein Reiniger, ein Cleanser und zur Hälfte ein Moisturizer sein. Andere Zeiten, andere Produkte, ich weiß es nicht, aber das wurde angeblich von Marilyn Monroe und Jackie Kennedy benutzt. Und angeblich wird alle 15 Sekunden eine Pond's Cold Cream benutzt. Kommt in einem sehr, 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 sehr großen Bottich. Hier sind 269 Gramm drin. Hat ein recht schlichtes Packaging. Auf den Fotos, die ich gesehen habe, sah das auch alles ähnlich aus. Wir probieren es jetzt einmal aus. Wir können das hier abdrehen. Ich habe es noch nicht benutzt. Es riecht so ein bisschen wie Nivea-Creme. Es sieht auch ein bisschen wie Nivea-Creme aus. So eine weißliche Textur. Ich will jetzt nicht zu viel nehmen. Oh ja, die schmilzt recht schön. Sie riecht halt, ne? Also da müsst. Es ist uns allen bewusst, dass 1907 die Anforderungen an Kosmetikprodukte nicht die waren, die wir heute haben. Aber deswegen will ich jetzt auch nicht hier Inhaltsstoffe oder so bewerten, sondern wirklich nur, wie fühlt sich das Produkt auf der Haut an? Vielleicht kriegen wir einen schönen Look hin. Ich nehme mir mal eine kleine Menge und verteile mir das Produkt im Gesicht. Also was ich sofort sehe, ist, dass es sehr, sehr schmierig ist, ne? Aber das ist, glaube ich, das Spannende, dadurch, dass es ein Make-up-Remover und ein Moisturizer sein soll, ist das natürlich, muss das ja irgendwie ölbasiert sein. Ob ich das hier abkriege? Ja, ne? Also der erste Inhaltsstoff ist Mineral Oil. Das wird jetzt nicht das Beste für mein Gesicht sein. Aber es ist völlig egal. Übrigens, ich habe alle Produkte auf Amazon gefunden. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich alle gefunden habe, aber. Wow, she's a Speckschwarte today. Ich befürchte, dass das mir gleich die Foundation komplett zerreißen wird. Aber wenn Marilyn. Also, ich meine so, wir müssen mal darüber reden. Marilyn Monroe ist ja eine Ikone gewesen. So, und sie sah immer toll aus. Und alle wollten aussehen wie Marilyn Monroe. Erst fanden sie sie alle doof. Und als sie dann nicht mehr da war, wollten alle aussehen wie Marilyn Monroe. Und Max Factor war schon ganz weit vorne mit dabei, Marilyn Monroe zu schminken. Max Factor hat eine sehr, sehr große Geschichte mit Make-up, gibt es schon sehr, sehr lange, genauso wie alle anderen Marken hier. Ich habe aber keine genaue Farbe gefunden oder keine genauen Produkte gefunden, die Max Factor benutzt hat. Was ich aber gefunden habe, das wollte ich euch zeigen. Und das ist das hier. Das ist ein Original-Zeitungsartikel von 1958. Er bleibt ihr Gefangener durch Color First Lippenstift von Max Factor Hollywood. Fesselnde Farben, die leicht und schnell aufzutragen sind und die ihre Lippen sanfte, verführerische Konturen verleihen.
Color Fast haftet gut, haftet ausgezeichnet, hält, was Sie erwarten. Kein Verblassen oder Verlaufen. Sie können sich auf ihn verlassen. Er ist gern Ihr Gefangener. Durch Color Fast, die bestechenden Schattierungen erfüllen alle Wünsche, auch Ihren. Color Fast in der vornehmen Ausstattung von 3 D-Mark bis 6 D-Mark 75 erhalten Sie in jedem guten Fachgeschäft. We love a gutes Fachgeschäft. Fand ich ganz cool. Ich habe noch was anderes gefunden. Das ist sehr, sehr empfindlich. Ich habe das alles verschweißt. Ich habe das tatsächlich gefunden im Internet und dachte, das muss ich euch zeigen, weil die Werbung damals war halt auch nochmal eine ganz andere. Ne? Heute haben wir natürlich TV-Werbung und damals gab es ja nur diese Möglichkeiten. Und Er bleibt Ihr Gefangener ist schon ziemlich gut. Vor allen Dingen, wenn wir darüber reden, dass es 1958 ist und das nicht das typische Bild war. Das Mineralöl in meinem Gesicht, es ist intensiv, es ist rutschig. Ich glaube, dass es wirklich gut ist zum Make-up entfernen. Ich würde es ein bisschen abnehmen mit einem Kosmetiktuch. Das habe ich oft gesehen. Ich habe mir natürlich auch Videos angeschaut von Make-up-Tutorials von den 30er, 40ern, 20ern. Und fand das sehr, sehr spannend. Natürlich wurde viel mit Pudern gearbeitet und die Texturen waren auch nicht so, wie sie heute sind. Aber das war ganz spannend. Sie haben dann in die Wangen gekniffen, dass sie rosa wurden. Wir kommen zu einer Foundation und das ist die Elizabeth Arden Flawless Finish Sponge on Cream Make-up. Diese ist in den 1900er Jahren entstanden, auf den Markt gekommen. Und Jackie Kennedy hat diese angeblich draußen sehr gerne getragen, da sie Sonnenflecken bekommen hat, während sie gealtert ist, nutzt eure Sonnencreme und die sie wohl sehr, sehr gut abgedeckt hat. Launched in the early 1900s, also 130 Jahre, 120 Jahre ist das da, kommt in einem Compact, sehr, sehr edel fühlt sich das an. Du kannst es aufklappen, hast dann hier diese Creme Foundation und unten hast du so ein Schwämmchen. Ich habe keine Ahnung, wie man das auftragen soll, steht das vielleicht hier drauf? Kann man trocken auftragen oder nass auftragen. Es ist eine recht zarte Textur. Auch das habe ich bei Amazon gekauft. Ich bin gespannt, wie... she's a match. Oh Gott, wenn Produkte, die 150 Jahre lang im Sortiment sind, besser wissen, wie meine Farbe ist als ich. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Ihr könnt die Sachen übrigens selber ausprobieren. Sie gibt es bei Amazon. Das war alles wirklich nicht so teuer. Ich nehme jetzt hier einen Pinsel und arbeite mir das Produkt jetzt erstmal ein. Also die Pond Cream fühlt sich jetzt nicht so an, als würde ich sie gerne in meinem Gesicht haben. Aber das hier, also wenn Jackie Kennedy das benutzt, dann ist das schön. Ja, ja. Also die Pond Cream sorgt dafür, dass das Make-up... Wobei, eigentlich, wartet mal. Nee, komm. Ich will jetzt hier nichts Falsches sagen. Finde ich jetzt per se erstmal gar nicht so schlecht. Ist natürlich ein glowy Look. Klar, wir haben den halben Erdkern im Gesicht, aber die Deckkraft von der Foundation gefällt mir gut. Ich mag sowas. Wir erinnern uns alle an die Trended Up Cream to Wonder Powder Skin Foundation. Sie war die Vorreiterin hier. Es geht halt super, super schnell. Ne? Du kannst einfach so ein bisschen hier auftragen. Farbe passt. Ich habe die Farbe Vanilla Shell 54. Ich bin ehrlich, ich finde es nicht schlecht. Klar, also diese Pond Cream, es ist schon sehr, 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 sehr juckig unter der Haut. Also im Gesicht, ne? Und es rutscht auch alles so ein bisschen. Ich würde die Pond Cream nicht mehr benutzen unter Make-up. Ich nehme sie auch jetzt auf der Seite mal wirklich ein bisschen mehr ab, dass wir nochmal ein anderes Finish haben. Aber ihr seht schon, ne? Deckkraft ist gut. Es fühlt sich auch sehr, sehr gut im Gesicht an. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein Produkt ist, was ich definitiv weiter benutze. Ich mag das ja ganz gerne, wenn es super, super schnell geht, wenn ich da nicht so groß arbeiten muss, sondern einfach mit einem Schwamm hier rüber gehen kann und ein schönes Ergebnis haben kann. Ihr könnt mir, während ich die Foundation einmal einarbeite, in die Kommentare schreiben, welche Produkte ihr vielleicht noch kennt, die ihr von euren Eltern, von euren Großeltern oder vielleicht sogar Urgroßeltern kennt. Abgesehen von Nivea Creme und Mousson Creme, die haben wir ja nun wirklich sehr, sehr oft jetzt hier schon gesehen. Mousson Creme hätte ich auch benutzen können, aber die ist ja auch schon fast 100 Jahre alt. Ich mag das sehr gerne. Sehe ich schon so ein bisschen aus wie Marilyn Monroe? Okay. Base ist drauf. Finde ich ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Also die werde ich mir definitiv noch mal ein bisschen weiter anschauen. Ich benutze jetzt auch keinen Concealer. Ich habe nämlich nichts über Concealer gefunden. Was ich aber gefunden habe und euch diese Informationen gerne mitgeben wollte. Ihr kennt ja das hier. Das ist der Essence Water Tint. Den gibt es nicht mehr. Ich habe das Original von Benefit leider nicht mehr. Das von Benefit wurde 1976 gelauncht. Also ist auch schon ein paar Tage her. Und es wurde gelauncht, nicht um es auf die Lippen oder auf die Wangen zu legen, sondern um
diesen Bereich hier etwas rosiger aussehen zu lassen. Ich zeige jetzt nicht meinen Bereich und ich möchte auch nicht, dass er rosiger aussieht, nur damit ihr das schon mal gehört habt. Der Benefit Benetint war das erste Produkt, was von Benefit auf den Markt kam. Das benutzen wir jetzt aber nicht, weil meine Freunde bleiben jetzt hinter dem Hemd. Concealer haben wir nicht. Was ihr schon kennt, ist Tatsache das Puder. Das ist das Erstbandpowder von 1935. Das benutze ich, seitdem ich YouTube mache, benutze ich das. Und ich bin irgendwann wieder darauf gekommen, weil ich es einfach so genial finde. Man darf nicht vergessen, es riecht. Es hat einen sehr intensiven Duft. Aber ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Ich mag den Duft. Meine Augen vertragen diesen Duft auch. Und es ist sehr, sehr gut. Ich habe schon oft mit der Firma gesprochen und gesagt, Freunde, wir brauchen das wieder. Es gibt's ja, halt bei Amazon. Trag mir das Puder auf. Es hat eine sehr, 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 sehr hohe Deckkraft und nimmt mir natürlich auch diesen Glow weg. Damals war wohl das Ziel, dass das Make-up auch nicht glowy aussieht, sondern wirklich mattiert. Deswegen machen wir das auch. Und das ist das Schöne bei diesem Puder, das hält auch extrem matt. Ich sehe jetzt ein bisschen blass um die Nase aus. Das ändern wir aber gleich. Bronzer habe ich auch nichts gefunden dazu. Aber wir haben einen Blush. Und das ist das älteste Produkt, was ich gefunden habe. Und zwar von Bourjois Paris einen Blush. In der Farbe Rose Frisson. Das war die erste Farbe, die als Blushpuder rauskam. Und ist 1863 gelauncht. 1863. Da wurde mein Urgroßvater noch geadelt, weil er eine Parkanlage hier gebaut hat. Wenn der jetzt wüsste, was ich jetzt hier mit den Produkten mache. Vor allem die Farbe Rose Frisson ist es. Und ich finde, man sieht, da war so ein kleines Zettelchen mit dabei. Seit 150 Jahren die Bourjois gebackene Technologie hat Frauen einen Blush ermöglicht mit feinen, leichten Texturen. Incredibly transparent. War das damals was Gutes? Sehr transparentes und perfect for blending. Okay, dieses Zettelchen lag da mit drin und dieser Pinsel war mit dabei. Es kommt in so einem kleinen Döschen. Wirklich sehr, sehr süß mit diesem kleinen Knopf. Du kannst es aufmachen und du hast hier einfach einen gebackenen Blush. Milani, ihr habt Bourjois kopiert. Die Farbe ist sehr, 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 sehr Rosé, aber vielleicht ganz schön. Ich gehe jetzt mal rein. Damals wurde auch mit mehr Blush gearbeitet. Oh ja, da ist er. Und setze mir das. Vielleicht nicht so viel. Ist verrückt. Du trägst es auf und erst siehst du es nicht und dann kommt's. Es ist ein sehr, sehr schöner Ton. Ich gehe jetzt nochmal ein bisschen vorsichtiger. Ich sehe im Spiegel nichts. Und dann gehe ich nochmal rüber. Und erst dann kommt die Farbe raus. Ganz, 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 ganz leicht. Sehr zart. Seht ihr das? Das, als würde es wie so ein pH-reagierendes Produkt sein. Sehr, sehr schöne Farbe. Es hat keine Schimmerpigmente drin, die ich hier sehe. Gib mir das auch richtig schön auf die Apfelbäckchen. Das war ja auch damals das Ziel, ne, dass die Bäckchen so ein bisschen voller und praller aussehen. Ich finde das total spannend, wie sich die Beauty-Standards komplett geändert haben. Von damals sehr, sehr blass mit Blush, so ein bisschen Schneewittchen. Und dann diese Blushes, die einfach dafür gesorgt haben, dass man frischer aussieht. Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Marilyn Monroe, come through. Okay, Freunde, wir hüpfen mal direkt zu den Lippen. Und da habe ich was Spannendes gefunden. Und zwar die Revlon Super Lustrous Lipsticks von 1953. Die Farbe Cherries in the Snow, auch die gibt es heute noch. Und auch die habe ich selbstverständlich hier für euch. Das ist die Farbe, die Marilyn Monroe wohl benutzt haben soll. Viele Marken sagen, dass Marilyn Monroe ihren Lippenstift benutzt hat. Weiß ich nicht. Wir haben einmal die Farbe Cherries in the Snow von 1953 und ein Jahr später kam Revlon Red raus. Das sollen so die Farben gewesen sein. Revlon Red ist ein sehr, sehr cremiger, sehr blauer, roter Lippenstift. Und Cherries in the Snow finde ich persönlich fast noch schöner. Der ist so ein bisschen roséstichiger. Was benutzen wir? Wir benutzen jetzt erstmal Cherries in the Snow. Das war die erste Farbe, die rauskam. Von denen auch sehr, sehr weich. Sehr schöne Farbabgabe. Sehr schöne Farbe. Hat so ein richtig
Ich finde ihn ehrlich gesagt auch gar. Also, er sieht schon auf den Lippen rot aus. Er hat aber so einen zarten, rosy Touch. Das sind sehr, sehr glossy Lipsticks. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt gleich matt wird oder so. Sondern der ist einfach drauf. Und der sieht auch so aus, wie er aussehen soll. Was man früher gemacht hat, damit der ein bisschen länger hält, ist, man hat ein Kosmetiktuch genommen und raufgebissen. Und hat dann so ein bisschen was von dem Glanz weggenommen und das Ganze hat dann länger gehalten. Auch damals wurden die Lippen schon so ein bisschen abgepudert. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch mit dem Coty Airspun Powder das Ganze auch noch ein bisschen mattieren. Ich will jetzt vorher aber den roten Lippenstift noch benutzen, Revlon Red, einfach damit ihr die Farbe nochmal gesehen habt. Das finde ich ganz spannend, weil 1935 hab ich jemanden in der Community, der Marilyn Monroe noch erlebt hat. Lebend. Hatte sie einen pinken Gierenlippenstift oder einen wirklich roten Lippenstift drauf? Das würde ich wirklich gerne mal wissen. Ich finde, er färbt die Lippen auch so ganz, ganz leicht ein. Das ist jetzt kein Lipstain, aber die Lippen haben noch ein bisschen Restfarbe drauf. Sehr, sehr viel Pigment. Wir nehmen jetzt nochmal Revlon Red. Vielleicht habe ich auch noch jemanden aus der Community, der oder die sich an die Zeit erinnern kann, wie es damals war, wenn ihr jemanden gesehen habt, der 1953 mit so einer Lippe raus, der vor die Tür gekommen ist. Also das, ich finde die Farbe tatsächlich noch schöner, weil es die Zähne einfach ultra weiß macht. Und ich mag die Textur sehr gerne. Es ist sehr, sehr leicht. Es sieht ja auch schon sehr luxuriös aus. Es könnte auch ein, weiß ich nicht, ein Chanel-Lippenstift oder ein Givenchy-Lippenstift sein. Mag ich sehr gerne. Ich fühle die Base gerade sehr. Ich fühle den Look gerade sehr. Vor allen Dingen auch mit dem Hintergrund. Ich könnte auch Marie Antoinette sein. Okay, Freunde, wir haben noch eine Mascara. Die ist noch nicht ganz so alt, aber das ist die Mascara, die ich immer gesucht habe. Und das ist die Maybelline New York Great Lash Mascara. Die kennt ihr alle. Die kennt ihr alle. Die ist von 1971 und kostet 7,99 Euro. Offiziell, ich habe sie bei Amazon, ich glaube, für 3 € bekommen. Und ich weiß, dass viele, die heute noch sehr, sehr gerne mögen. Das Packaging ist schon sehr 70er, wie ich finde. So 70er, 80er, sehr color blocking, sehr bold, sehr laut. Ich habe die irgendwann mal benutzt. Oh, das Füßchen ist klein. Ich curle einmal meine Lashes. Auch das wurde schon damals gemacht, aber meistens mit einem Löffel. Ich liebe die Mascara. Das ist genau das, was ich so mag, ne? Jede einzelne Wimper nimmt sie und sie macht nicht so viel Humbug. Das ist nicht zu intensiv. Das ist einfach nur schwarz, deine Wimpern, aber ein bisschen länger. 10 von 10. Die macht halt nichts Spektakuläres, ne? Aber ich mag das sehr, sehr gerne gerade. Einfach schwarz, einfach natürlich. Ich habe keine Ahnung, wie sie hält. Ihr werdet es wahrscheinlich besser wissen als ich. Eine Sache, die ich euch noch wirklich ans Herz legen kann, weil ich sie jeden Tag benutze, ist die Elizabeth Arden 8-Hour Cream. Auch die gibt es schon ein paar Tage. Ich schaue hier, ich habe es mir aufgeschrieben, von 1930. Also Elizabeth Arden hat eine sehr, sehr lange Geschichte an Pflege und an Make-up und von 1930 ist das eine wirklich sehr, sehr gute Pflege. Vor allen Dingen, wenn ihr sehr trockene Lippen habt oder so eingerissene Nagelhaut. Ich mache das überall rauf. Alles, was. Oh Gott, da muss ich an die Szene von Harry in seinem Buch reden, was er damit gemacht hat. Dafür nicht, aber für alles andere. Ich muss sagen, ich fühle mich grandios. Dieses zarte, diese krasse Lippe. Leichte Lashes, dieser pinkige Blush. Ich fühl's richtig. Aber es hat richtig Spaß gemacht, Freunde. Bin gespannt. Vielleicht habt ihr noch andere Vorschläge, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Dann machen wir gerne noch eine zweite Runde. Ich fand's sehr, sehr schön zu sehen, wie Produkte, die es schon so lange gibt und welchen Einfluss diese Beauty-Produkte auf die komplette Industrie, auf die komplette Gesellschaft hatten, extrem spannend. Ich fühle mich sehr, sehr gut. Und ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Mir hat sehr viel Freude gemacht. Ich hoffe euch auch. Wir sehen uns ganz bald hier wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.